Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skynix Project. Heute mal ein kleines Let's Test. Mein bester Freund, I love Ponys. Würde sagen, wir spielen. Profil wählen. Bitte wählen Sie ein Profil aus. Okay, dann erstellen wir mal ein neues Pony. Mein Name. Nennen wir uns mal Chaos. Die Rasse. Oh je. Dales, Welsh, Dartmoor. Gott. Die sehen ja alle komisch aus. Der sieht am schönsten aus. Nennen wir es männlich. Name des Ponys. Nennen wir es einfach mal. Kackhaufen 3000. So. Willkommen bei Mein bester Freund. I love Ponys. Klicke auf den Menü-Button, um sich mit deinem Pony zu spielen. Über das Spielmenü gelangst du zum Tierladen, zum Aktivitätenmenü und zum Ortswechsel. Du kannst dort auch dein Pony anziehen, die Optionen ändern und das Spiel verlassen. Klicke auf den Fragezeichen-Button, um herauszufinden, wo das Spielmenü ist. Oh, diese Schwierigkeit. Ganz groß hier unten in der Ecke. Oh, guck mal, wie schön. Er steht da nur rum und ich kann nichts machen. Was kann man denn hier machen? Dieser Balken zeigt dir an, wie glücklich dein Pony ist. Streicheln und mit ihm spielen wird diesen Wert erhöhen. Aha. Dieser Balken zeigt an, wie müde dein Pony ist. Wenn der Balken kleiner wird, sollte dein Pony ein wenig schlafen. Okay. Dieser Balken zeigt an, wie sauber dein Pony ist. Hin und wieder musst du dein Pony bürsten. Okay. Dieser Balken zeigt an, wie hungrig dein Pony ist. Wenn der Balken niedrig ist, solltest du dein Pony füttern. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dieser Balken zeigt an, wie viel Durst dein Pony hat. Vergiss nicht, deinem Pony regelmäßig Wasser zu geben. Dieser Balken zeigt an, wie dringend dein Pony auf Toilette muss. Okay, okay. Klicke auf diesen Button, um zum Spielmenü zu gelangen. Dann mache ich das mal. Ortswechsel, wo können wir denn hin? Park, Qualifikationsrennen, Spazieren, Championship, Tierladen, Dressur. Okay. Aktivitäten. Streicheln. Oh, so schön. Ah, das kann ich den ganzen Tag machen. Oh, 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 es hat Durst. Mein Pferd hat Durst. Gut, gut, gut. Tierladen. Kauf. Ah, wir haben 500 Euro. Oh, das ist sogar schon Euro. Kaufen uns mal normales Wasser. Zweimal Zubehör. Ein Standardsattel, okay. Und ein. Naja, schöner Futterdruck können wir uns leider nicht leisten. Ist natürlich viel zu teuer für uns. Ein Trick. Aufrecht gehen ist also ein Trick. Wie ein Sprechen. Oh, unser Tier kann sprechen. Oh mein Gott. Anziehen. Sattel. Ausziehen. Nein, nicht ausziehen. Oh Gott. Aktivitäten. Essen, trinken. Wasser. Normales Wasser. Okay. Trink was. Los, mein Pferd, lauf, trink was aus einer Badewanne. Und es läuft zurück. So, jetzt, da es getrunken hat, muss natürlich auch auf die Toilette. Und es lädt. Und er reitet und er galoppiert durch diese wunderschöne Lande mit dieser wunderschönen Musik und diesen schönen Busch, wo er jetzt... Nein. Nein! Was ein Spiel, nein! Oh Gott, nein! Entschuldigung. Komm, wir gehen mal in den Park mit unserem schönen Pony, würde ich sagen. Ponys lieben es, im Park zu spielen. Hier kann man ganz tolle Tricks üben. Um zum Park zu gehen, klicke auf das Spielmenü, dann auf Ortswechsel. Hier kannst du den Park wählen. Was habe ich denn gerade gemacht? Boah, verbeugen kann es sich. Oh. Viren. Und es ist müde. Was passiert, wenn es ganz müde ist? Schläft es jetzt ein? Gut,
dann machen wir vom Ortswechsel Garten. Wir halten natürlich unser Pony im Garten, das ist ja ganz logisch. Und sagen Aktivitäten schlafen. Wo rennt es jetzt hin? Ab in den Teich. Und es schnarcht. Oh. Aktivitäten, das ist jetzt mal weg. Wir gehen jetzt mal ins Qualifikationsrennen. Los, jetzt geht's los. Du musst dein Pony anfeuern. Sobald das Rennen beginnt, erscheint ein Anfeuern-Button auf dem Bildschirm. Du musst so schnell und so oft wie möglich darauf klicken. Oh Gott. Qualifikationsrennen. Los geht's. Wo ist der Button? Und wir werden drücken. Los! Los, Kackhaufen, los! Warum bist du so langsam? Los, Kackhaufen, los! Lauf! Lauf um dein Leben! Du wirst gewinnen, Kackhaufen 3000! Los! Nein, das weiße Pferd ist schneller als wir! Nein, wir gewinnen! Ja, wir haben gewonnen! Wir haben 290 Euro gewonnen! Nochmal spielen! Möchtest du nochmal? Ja, natürlich möchte ich nochmal! So, Kackhaufen 3000, jetzt werden wir die ganze Scheiße rocken! Jetzt klicken wir wie ein Idiot auf Maus drauf. Und wir klicken. Und Kackhaufen muss natürlich kacken und ist ganz weit hinten. Holt er noch das weiße Pferd ein? Nein, das ist ein braunes Pferd diesmal. Er holt es noch ein und überholt es im Galopp. Und wir reiten vorbei und gewinnen nochmal 285 Euro. Und haben 675 Euro verdient. Möchtest du nochmal? Nein, diesmal möchten wir nicht nochmal. So, und das hat natürlich keine Aktivität gekostet. Nein, wir wollen nicht Aktivität. Ortswechsel. Wo gehen wir jetzt hin? In die Dressur. Okay, es muss alle Tricks können. Das machen wir nicht. Wir gehen einfach mal zu dem Tierladen. Und er galoppiert. Na, diese wunderschöne Musik. Dieser schöne Leuchtturm hier hinten im Hintergrund. Diese Atmosphäre ist einfach so atemberaubend. Dieses Spiel würde ich nicht mal meinen Kindern zeigen. Es ist so gewaltverherrlichend. Schöner Futtertrog. Nein, wir lassen unsere Badewanne. Teure Bürste, Luxusbürste. Oh Gott. Grüner Sattel, pinker Sattel. Ein Zaumzeug. Oh, es gibt Hafer, speziellen Hafer und Luxushafer. Der Hafer, dies ist eine kleine Portion Hafer. Es schmeckt sehr gut, aber dein Pony wird schon bald wieder Hunger haben. Spezialhafer, dieser Hafer ist ohne Konservierungsstoffe und schmeckt ausgezeichnet. Dein Pony wird ihn lieben. Der beste Hafer, den man kaufen kann. Aus biologischem Anbau für glückliche Ponys. Damit wird ein Pony richtig satt. Spezialäpfel und Luxusäpfel. Okay, dieser Äpfel wird ohne Konservierungsstoffe. Aber schaut mal, der Apfel verändert sich überhaupt nicht. Ach komm, wir kaufen stinknormales Heu. Mehr hat unser Tier nicht verdient. Und Mineralwasser. Fertig. Und wir reiten zurück. Schau jetzt mal. Nein, er bleibt einfach da. So, Aktivitäten, Essen und Trinken. Sagen wir mal Mineralwasser. Jetzt rennt er wieder zu unserer schönen zu unserer schönen Badewanne. Und rennt einfach so zurück. Und stellt sich genau an dieselbe Stelle wie vorher. Gut, Aktivitäten. Essen und Trinken. Essen. Heu. Wo rennt er jetzt hin? Oh, hier haben wir eine Heuschüssel. Hat gegessen. So, es möchte, glaube ich, gebürstet werden. Würde ich sagen, wir bürsten mal unser scheiß Vieh. Ist ein Kackhaufen. Tschack. Aber diese Bewegung, anscheinend gefällt es ihm. Also dieses Bürsten geht mir jetzt schon auf den Keks. Na komm, das lassen wir einfach mal so. So, dann können wir einen Ortswechsel gehen. Ans Championship-Rennen. Du hast es geschafft, dein Pony läuft im Championship-Rennen. Sobald das Rennen beginnt, erscheint ein Anfeuern-Button auf dem Bildschirm. Du musst so schnell wie und so möglich und so weiter, ihr wisst schon. Viel Glück.
Ein Champion muss eine Championship-Lizenz besitzen, um daran teilzunehmen. Was muss ich denn machen? Ja, komm, dann machen wir noch ein Qualifikationsrennen von mir aus. Und diesmal geht Kackhaufen 3000 an den Start gegen Penismann 5-3 und der schwarze Neger. Wir werden. Und Kackhaufen überholt den Neger und fährt, sag ich schon. Und galoppiert schnell voran, ist an der Spitze. An der Spitze und fährt jetzt den Sieg ein, reitet den Sieg ein und hat, wir haben schon mit 260 Euro gewonnen. Yay, wir möchten nochmal. Das ist so ein wunderschönes Spiel. Diese Melodie im Hintergrund. Und diesmal haben wir es zu tun mit der braunen Gefahr und der missratenen Kuh. Und wir sprinten, wir galoppieren. Und sind auf dem ersten Platz. Wir sind auf dem ersten Platz, wir gewinnen. Ja, wir sind so schön und so toll. Und ich würde sagen, das war mein kleines Let's Test. Und, also meine Empfehlung wäre das Spiel jetzt nicht. Die Grafik ist grottig. Es funktioniert zwar einwandfrei, aber dieses Spiel würde ich eher Mädchen im Alter von 5 Jahren empfehlen. Also gut, bis dann. Tschüss.